Eines Abends saß ich mit meinem Sohn Sven unter dem Sternenhimmel des südlichen Afrikas. Wir waren gerade dabei, einen Masterplan für das neue Schulgelände an der Stadtgrenze Harares zu entwickeln. Und wir schauten in den Himmel abends und sahen das ganze Universum, die Sternengebilde, die Milchstraßen, die rotierenden Planeten. Alles hatte seine Ordnung. Alles ist dort auch nach einem gewissen Masterplan entwickelt. Und wir fragten uns, gibt es auch einen Masterplan, der uns als Menschheit betrifft? Wo kommen wir her? Warum sind wir da? Wo gehen wir hin? Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Idee geboren, Brasilien eine neue würdige Hauptstadt zu geben. Eine Stadt, die im Zentrum des Landes wäre und damit das neue Wahrzeichen dieser Nation sein sollte. Man wählte ein Niemandsland aus, mitten im Dschungel, fern jeder Zivilisation, etwa in der geografischen Mitte des Landes. Es wurde ein Masterplan entwickelt, wie die zukünftige Stadt aussehen sollte. Der Masterplan wurde vom Stadtplaner Lúcio Costa gezeichnet und er ist getragen von dem Glauben an ein fortschrittliches, demokratisches Brasilien. Man wollte eine neue Stadt errichten nach einem Masterplan, welche nicht mehr an die schändliche Vergangenheit Brasiliens erinnert, mit all den Kolonialstilbauten und den Slums. Man wollte eine moderne Stadt, eine Stadt der Zukunft, eine brasilianische Stadt, die Fortschritt und Moderne ausdrückt. Man plante zwei Hauptachsen, von oben und von der Seite ein leicht gebogenes Kreuz und das sollte das Zentrum sein. Und nach nur 4 Jahren Rekordbauzeit wurde die Hauptstadt am 21. Juni 1960 eingeweiht. Man gab ihren Namen Brasilia. Nun, was ist ein Masterplan und was legt ein Masterplan fest? Masterplan ist ein Begriff aus der Stadtplanung. Hier am Beispiel Helsinki, Finnland. Es ist der übergeordnete Hauptplan, nach dem sich alles richtet. Der Masterplan quasi skizziert das gesamte Projekt in übergeordneter Weise. Es ist die Hauptidee und das Ziel wird formuliert. Zweitens, es legt Strukturen fest. Das heißt zum Beispiel, wie funktioniert die Stadt? Wo sind die Verkehrsadern? Wo darf man wohnen? Wo sind die Gewerbegebiete und andere Zonen? Und was ist das Zentrum? Und drittens, der Masterplan legt einen Zeitplan fest, wann soll dieses gesamte Projekt zu Ende geführt sein. Und wie wird ein Masterplan bekannt? Er wird offiziell in den Medien und in der Presse veröffentlicht, sodass jedermann sehen kann, wie dieses gewaltige Unternehmen Wirklichkeit werden kann. Auch Gott hat einen Masterplan veröffentlicht. Ich halte ihn hier in den Händen. Es ist die Bibel, das lebendige Wort Gottes. Es ist der wichtigste Masterplan, den es je gegeben hat. Und dieser Masterplan betrifft nicht hier nur ein Grundstück oder ein Stadtteil, eine Stadt, ein Land. Es betrifft die gesamte Erde und das gesamte Universum. Es betrifft die gesamte Menschheit. Und jeder kann und soll diesen Masterplan hören, verstehen und lesen. Wie sieht dieser Masterplan Gottes aus? Erstens, der Masterplan Gottes skizziert für jedermann wichtige Fragen des Ursprungs, unseres heutigen Daseins und der Zukunft, die wir zu erwarten haben. Gottes großer Masterplan sah ursprünglich eine Welt voller Glück, Freude und Harmonie für den gesamten Menschen und für das gesamte Universum vor. Jede Offenbarung der Schöpfermacht ist zugleich ein Ausdruck unendlicher Liebe. Die Herrschaft Gottes schließt die Fülle des Segens für alle Geschöpfe ein. Wir lesen in 1. Johannes 4,16: Gott ist Liebe. Sein Wesen, sein Gesetz sind Liebe. So war es immer. Und so wird es immer sein. Der Hohe und der Erhabene, der ewig wohnt, steht in Jesaja 57, 15, der wie vor Alters einher einzog, ändert sich nicht,
Bei ihm ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. In Johannes 17,3 steht, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es ist eminent wichtig für jeden Menschen, diesen Erlösungsplan zu kennen, diesen soweit auch zu verstehen, dass der Mensch begreift, dass sein ewiges Schicksal davon abhängt. Zu verstehen, wo wir herkommen, warum wir da sind und wohin die Reise dieses Planeten und meines Lebens geht. Wir müssen ein Teil von diesem Masterplan oder Erlösungsplan werden. Gott hat alle Wesen mit einem freien Willen ausgestattet. Das wissen wir. Jeder kann sich entscheiden für das Gute oder das Böse, ob sie hassen oder lieben wollen. Seit der Rebellion Luzifers im Himmel, dem ein Drittel der Engel folgten und danach durch Sündenfall auch unsere Ureltern Adam und Eva, seitdem gibt es zwei Herren, zwei Wege, zweierlei Geister, zwei Ziele. Es gibt den Grundsatz des Todes oder den Grundsatz des Lebens, den Grundsatz der Selbstliebe oder der Selbstlosigkeit und Nächstenliebe. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Masterpläne und sie müssen jedem Menschen vor Augen geführt werden, damit sich jeder entscheiden kann. Satan hat auch einen Masterplan, ein eigenes Königreich, entrissen dem König der Könige und gewaltsam herrscht er nun hier auf Erden über seine Untertanen. Sich selbst hat er zum Gott dieser Welt erklärt. Wer da entkommen will, den versucht er mit Gewalt zu halten. Im Buch Jesaja 14 kann man darüber lesen, über den Fall Luzifers. Satans Wesen hat er immer versteckt hinter zweifelnden, anmaßenden Fragen und Gerüchten. Er gab vor, die Regierung Gottes zu unterstützen, während er sie heimlich versuchte zu stürzen, um sich selbst als Gott feiern zu lassen. Er hatte eine Verschwörung gegen Gott geplant. Das Gleiche tut er schon seit vielen tausenden Jahren gegen die gesamte Menschheit. Sein Masterplan wird in Vernichtung, in totaler Zerstörung enden. Alle fragten sich im Universum, wie kann Gott diese Krise im Himmel und auf Erden wieder heilen? Kann Gott wieder Frieden in das Weltall bringen? Kann der Tod und Satan besiegt werden? Kann Gott die Anschuldigungen Satans widerlegen? Kann der gefallene Mensch gerettet werden? Die Dreieinigkeit war vorbereitet auf diese Krise. So wie ein Architekt einen Flucht- und Rettungsplan für ein Gebäude entwickeln muss, mit all seinen Fluchtwegen und seinen Lösungsmöglichkeiten, so hat Gott vor der Grundlegung der Welt diese Katastrophe des Sündenfalls und der Rebellion vorausgesehen. Wir lesen in Petrus 1, 18 bis 20 folgende Verse. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen, unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Und wir lesen weiter in Römer 16, Kapitel 16, und dort die Verse 24 bis 26. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Und er endet im Vers 27, ihm, dem alleinweisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Der Masterplan
oder der Erlösungsplan Gottes zeigt die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Der Masterplan offenbart die Gerechtigkeit des Gesetzes Gottes. Er bestätigt die Rechtfertigung Gottes. Er stellt Frieden und Eintracht im Universum und auf dieser Erde wieder her. Und der Masterplan beendet schließlich die Sünde und auch den Tod für immer. Es lag in Gottes Absicht, alle Dinge auf eine ewige, sichere Grundlage zu stellen. Im Ratschluss des Himmels wurde entschieden, Satan Zeit zu geben, seine Grundsätze zu entwickeln, auf denen seine Herrschaft beruhen sollte. Er hatte behauptet, dass diese Grundsätze erfolgreicher seien als die göttlichen. Der Entfaltung satanischer Regeln wurde Zeit gewährt, damit deren Auswirkungen von den himmlischen Welten beobachtet werden könnten. Der Masterplan, man kann ihn auch nennen von Schöpfung zur Wiederherstellung. Und die Bibel beschreibt es an mehreren Stellen. Schlagen wir einfach einige Bibelstellen auf, wie Jesaja 65, 17 und 18. Und da steht geschrieben, Jesaja 65, 17 und 18, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch allezeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe, denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und nur eine Seite weiter in Kapitel 66, Vers 22 und 23 steht, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Die Frage ist, möchte ich selbst ein Teil dieses Masterplanes Gottes sein? Zweitens, was sind die Strukturen des göttlichen Masterplanes? Was sind die Verkehrsadern? Was ist das Zentrum? Welches sind die Gebiete, auf denen gerungen wird? Interessant ist es zu sehen, dass die Hauptstadt Brasilia ein Kreuz bildet. Es bildet ein Kreuz. Dort entstand dieses Zentrum dieser Stadt. Auch die Bibel spricht von einer Hauptachse, von einer horizontalen menschlichen Zeitachse und einer vertikalen Linie von Gottes Sohn zum Menschensohn und in dem Knotenpunkt bildend das Zentrum des Masterplanes. Das Kreuz Christi ist das Zentrum des Masterplanes Gottes. Paulus schreibt in Kolosser 1, 18 bis 22. Auch das wollen wir zusammen lesen. Kolosser 1, 18 bis 22. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als was auch im Himmel ist. Das Kreuz und die darin offenbarte Liebe Gottes ist sozusagen die Grundstruktur des Masterplanes. Selbst seine Feinde konnten ihm dorthin nicht folgen, in den Tod am Kreuz. Es ist vollbracht, rief er aus, und Jesus hauchte sein Leben für mich und für dich aus, damit wir gerettet werden können. Jesus Christus hat den Masterplan auf ein sicheres Fundament gebaut, auf dem Grundsatz der Liebe und Gerechtigkeit Gottes. Und in Nahum 1,9 steht schon, die Drangsal wird sich nicht zum zweiten Mal erheben. Nun, auf welchen Gebieten
und Bereichen wird der Masterplan entwickelt, um den Menschen zu retten und das Universum wieder zu versöhnen. Wenn wir unser Beispiel des Masterplanes für die Stadt Brasília wieder gedanklich hernehmen, dann benötigt eine Stadt gewisse Gebiete und Zonen, damit sie zum Wohl des Menschen funktioniert. Wir haben Park- und Sportanlagen zur Erholung. Wir haben Wohngebiete. Wir haben Krankenhäuser zur Rettung der Menschen. Wir haben Gewerbezonen. Wir haben Business Sections. Wir haben Schulen. Wir haben Kirchen. All diese Dinge sind in so einem Masterplan enthalten. All das müssen Architekten entwerfen und die einzelnen Häuser dazu auch entwerfen, damit die Stadt funktioniert. Dies ist oft viel Arbeit. Und manche Modelle wurden gebaut, um die spätere Wirklichkeit wenigstens schon mal im Modell sehen zu können. Auch Christi Kirche soll auf vielen Gebieten den Masterplan zur Rettung von Menschen unterstützen. Zum Beispiel durch Gesundheitsregeln für die Menschen, wie sie uns in der Bibel offenbart wurden. Durch kleine Kliniken und Gesundheitszentren, die Menschen auf Christus, den göttlichen Arzt, aufmerksam machen. Dies ist Gottes Ziel. Die Menschen vernichten sich durch Drogen, durch Nikotin, durch Kaffee und Alkohol und so weiter, durch Überernährung, durch Mangelernährung, durch ungesunde Lebensweise. Alles ist quasi außer Rand und Band geraten. Die Gesundheitsbotschaft Gottes soll wieder heilen helfen, restaurieren, wieder genesen, wieder ein vollwertiges, frisches, gesundes Leben zu führen. Nun, was sind heute die Gewerbegebiete im Masterplan Gottes? Christliche Unternehmen, die Gott verherrlichen, zum Beispiel durch vegetarische Restaurants, Bücherläden, Medienwerke, die durch ihre Produkte Gott den Menschen näher bringen. Und wohnen tut man ja am liebsten da, wo es ruhig und friedevoll ist. Wo man sich zu Hause fühlt einfach. Unsere Adventgemeinden sollten solche Zuhausestätten sein, wo man sich wohlfühlt, wo man zu Hause ist, weil Gottes Wort hier im Vordergrund steht. Weil Liebe unter uns vorhanden ist. Wo man aufdankt, wo jeder sein Bestes gibt, wenn er hinkommt. Schulen für Kinder sollten gebaut werden, wo man den Sinn des Lebens und den Schöpfer kennenlernt. Auch dies ist ein Teil des Masterplanes. Gott möchte, dass die ganze Wahrheit in allen Aspekten in diesem Masterplan den Menschen bekannt wird. Aber Satan hat auch einen Masterplan. Und dabei lässt er die Menschen glauben, es gebe ihn gar nicht oder er sei nur eine Erfindung. Nur, woher kommt denn das gesamte Übel und das Böse auf dieser Welt? In Matthäus 20, 25 sagt es, Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Satan und seine Anhänger kämpfen leidenschaftlich gegen Gottes Masterplan und regieren mit Gewalt, Enteignung, Verführung, Propaganda. Und was er haben möchte, reißt er hinterlistig an sich. Täglich werden die Menschen durch die Massenmedien bombardiert und in eine gewisse Denkrichtung gelenkt. Wir lesen von Kriegen, von brutalen Machtausübungen, von zunehmender Verarmung der Menschen. Terrorgefahr, Depressionen und die Orientierungslosigkeit nimmt dramatisch zu. Kinder und Jugendliche sind heute eine leichte Beute, weil sie mit Medienumgang überfordert, ausgenutzt und gläsern gemacht werden. Aber wie macht es Gott, wenn Gott seine verlorenen Gebiete bzw. die gekidnappte Menschheit wieder zurückgewinnen möchte? Wie macht er das? Wie sieht Gottes Masterplan aus? Gott hätte Satan und seine Anhänger so leicht vernichten können, wie man einen Kieselstein zur Erde fallen lassen kann. Aber er tat es nicht. Die Empörung sollte nicht mit Gewalt überwunden werden. Zwangsmaßnahmen werden nur unter Satans Herrschaft angewandt. Gottes Grundsätze sind andere. Seine Macht stützt sich auf Güte, auf Gnade und Liebe.
Diese Eigenschaften sollten nach seinem Willen zur Anwendung kommen. Gottes Regierung ist vorbildlich. Wahrheit und Liebe sollen die vorherrschenden Kräfte sein. Gott gewinnt uns auf seine Art. Gottes Masterplan ist auf Rettung und Hilfe aus, gerettet zu werden, weil Gott liebt. Wie heißt es in dem bekannten Text in Johannes 3,16? Dieser sehr bekannte Text. Es steht Folgendes geschrieben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. In keiner anderen Religion kann man so einen wunderbaren Gott finden. Denn es gibt ja keinen anderen Namen, in dem Menschen gerettet werden können, steht in Apostelgeschichte 4,12. Im Wort Masterplan steckt das Wort Master. Welchem Master möchtest du dich denn unterstellen? Nicht wahr? Niemand kann zwei Herren dienen, heißt es schon in Matthäus 6,25. Täglich werden Menschen aus den Fängen Satans gerettet, weil diese Menschen Gott erkannt haben und sich Jesus, unserem Retter der Menschheit, übergeben. Ist dein Glaubensgebäude auch auf festem Fundament gebaut? Wir lesen mal in Matthäus 7, 24 bis 27 Folgendes. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Am 6. Februar 2016 gab es ein Erdbeben in Taiwan und ein 16-stöckiges Haus fiel einfach um. Über 30 Tote und viele Schwerverletzte. Man fragte sich, wieso dieses Haus umgefallen ist, wodurch die anderen Häuser stehen geblieben sind, ohne umzukippen. Es gibt besondere Bauweisen, gerade in den Gebieten, wo Erdbeben öfters vorkommen, damit die Fundamente und die Konstruktion bei Erdbewegungen standhalten können. Als man die Fundamente des Hauses untersuchte, fand man heraus, dass in den Betonfundamenten Abfälle mit vermischt waren und dass die Fundamente nicht in der Qualität ausgeführt wurden, die hätten sein sollen. Die Fundamente waren durchsetzt mit Joghurtbechern, Plastikflaschen und anderem Abfall. Schrecklich war der Fall dieses Hauses, sein Einsturz war gewaltig. Unser Glaubensfundament, ist es sauber? Hat es darin vielleicht versteckte Unreinheiten, die man von außen nicht sieht? Die Fassade deines Wesens kann hier im Gottesdienst oder sonst wo schön sein, aber auf dein Fundament kommt es an. Und die Frage ist, was ist der Bau in diesem Gleichnis? Es ist unser Leben, unser Charakter. Und noch eine Frage, wann wird ein Bau gebaut? Bei gutem oder bei schlechtem Wetter? Bei schlechtem Wetter kann man nicht am Gebäude bauen, man baut, wenn das Wetter gut ist. Wann bauen wir am Charakter? Heute, wenn der Sturm noch nicht über uns weht? Denn wenn der Sturm über uns kommt und er kommt so sicher wie das nächste Erdbeben in Taiwan, dann ist es zu spät, noch am Charakter zu bauen. Deinen Charakter hast du dir in guten Tagen gebaut. Können wir dann standhalten, weil unser Glaube auf dem Felsen Jesus Christus gegründet wurde? In 2. Korinther 6,1 steht Folgendes. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch,
die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Und im Vers 2, denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wie ist der Zeitplan für den Masterplan? Wann ist der zu Ende? In Brasilien ist der Masterplan in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gelegt worden und bereits 1960 wurde die Stadt eingeweiht. Obwohl dort noch vieles nicht gestimmt hat, welches übereilt umgesetzt wurde und es war natürlich mit vielen Mängeln behaftet. Aber jeder Masterplan hat einen Zeitplan, denn man hat ein Ziel und man möchte es auch in dem Zeitrahmen fertig sehen. Wenn wir die Bibel studieren, dann ist die Geschichte der Rebellion auf diesem Planeten wenige Jahrtausende alt. Der große Streit zwischen Christus und Satan, der schon nahezu 6000 Jahre währt, wird bald zu Ende gehen. Der Boshafte verdoppelt seine Bemühungen, Christi Werk für die Menschen zu vereiteln und Seelen in seinen Schlingen zu verstricken. Das Ziel, wonach er strebt, heißt, die Menschen in Dunkel und Unbußfertigkeit zu halten, bis das Mittelamt Christi beendet ist und es für die Sünde kein Opfer mehr gibt. Die längste Zeitprophetie aus Daniel 8,14, die 2300 Jahre, ist ebenfalls im Jahre 1844 zu Ende. Und danach heißt es, gibt es keine Zeit mehr, keine prophetische Zeit. Offenbarung 10, Vers 6. Wir leben in der Gnadenzeit. Gott hat in seinem Masterplan einige Zeichen gegeben, damit wir sehen, wann dieser Plan zu Ende sein wird. Er hat uns Hoffnung gegeben, dass Christus als glorreicher Herr und Erlöser wiederkommt. Wir wissen keinen Zeitpunkt. Wir setzen auch keine Zeitpunkte. Doch es gibt Zeichen, die seine Wiederkunft ankündigen. Heute können wir das mehr denn je sehen. Wir lesen mal Matthäus 24, 7 bis 14. Es gibt noch mehrere Stellen, die die Endzeit beschreiben, aber das ist so eine prägnante Stelle. Matthäus 24, 7 bis 14. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man auch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Es gibt noch andere Bibeltexte in Offenbarung 13, 11 bis 18 und viele andere, die sprechen über diese Endzeit. Die Welt befindet sich ganz und gar in Aufruhr. Die Zeichen der Zeit sind unheilvoll und kommende Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Der Geist Gottes zieht sich von der Erde immer mehr zurück. Schlag auf Schlag folgen Katastrophen zu Wasser und zu Lande, Stürme, Erdbeben, Riesenbrände, Überschwemmungen und Gewalttaten aller Art. Wer weiß, was die Zukunft bringt? Wo ist Sicherheit zu finden? Weder bei Menschen noch sonst wo auf Erden gibt es Geborgenheit. Eilig scharen sich die Menschen unter das von ihnen erwählte Banner und harren voller Unruhe der Handlungen ihrer Führer. Daneben aber gibt es auch jene andere Menschen, die das Erscheinen ihres Herrn wachsam erwarten und sich dafür einsetzen. Wieder eine andere Gruppe reiht sich unmittelbar in das Kommando des ersten und obersten Abtrünnigen ein. Nur wenige glauben von Herzen daran, dass wir eine Hölle zu fürchten und einen Himmel zu gewinnen haben.
So kommt die Entscheidung allmählich immer näher. Noch scheint die Sonne am Himmelszelt, noch kreist sie auf ihrer Bahn, noch erzählen die Himmel des ewigen Ehre. Die Menschen essen und trinken, pflanzen und bauen, sie freien und lassen sich freien. Sie handeln und schachern und rempeln einander aus dem Wege, um den höchsten Platz zu gewinnen. Vergnügungssüchtige füllen die Theater, Rennbahnen und Spielhöllen. Überall herrscht das unruhige Hasten und Treiben der Welt. Die Gnadenzeit neigt sich dem Ende zu. Und das Schicksal des Einzelnen wird dann auf ewig entschieden sein. Satan sieht, dass seine Zeit bemessen ist. Er setzt alle seine Kräfte und Möglichkeiten ein, um die Menschen zu täuschen, irre zu führen, zu fesseln und zu bezaubern, bis die Gnadenzeit vorüber ist und die Tür der Barmherzigkeit sich für immer geschlossen hat. Ernstlich und feierlich klingen die warnenden Worte des Herrn, die er einst auf dem Ölberg sprach, durch die Jahrhunderte an unser Ohr. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und dieser Tag nicht schnell über euch komme. So seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr stark werden möget, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Zurzeit erleben wir, wie alles auf die Einheitsreligion unter päpstlicher Vorherrschaft hinzielt. Das Papsttum präsentiert sich medial in der allgemeinen Presse sehr stark. Schließlich hat man ja Verträge mit Google, mit Apple und Co. Und die Protestanten zieht es zurück nach Rom. Sie wollen die Trennung der Christenheit überwinden und schlucken die Irrlehren Roms. Rom freut es und baut seine Machtposition immer mehr aus. Um alle Kirchen und Christen hinter sich zu scharen, bedarf es erstmal einer Krise. Also wird die Krise durch Extremisten und Fanatiker zugelassen, siehe ISIS. Um eine Abneigung gegen religiöse Fanatiker zu erzeugen, um Angst vor Terror, Krieg und Überfremdung zu bekommen, um dann in eine Art Weltregierung sich als die moralische und religiöse Macht wieder mal auf den Thron zu hieven, um die Welt endlich von den sogenannten Fundamentalisten zu befreien. Kann es sein, dass die Entwicklungen, die wir gerade durchleben, genau dafür die Plattform geben, damit die Menschen bereit sind, die Freiheiten aufzugeben und religiöse Sonntagsgesetze zu akzeptieren, die keinerlei biblische Begründung haben? Kirche und Staat gehören getrennt. Aber zurzeit erleben wir, wie versucht wird, das aufzubrechen. Wie auch immer der Zeitplan Satans aussieht, es wird so kommen, wie Gott es in seiner Weisheit vorausgesagt und prophezeit hat. Bald schließt die Gnadentür und das Schicksal eines jeden Menschen wird entschieden sein. Schon in Jesaja 66, 18 steht, ich aber kenne ihre Werke und Pläne. Gottes Masterplan wird erfüllt werden. Die Zukunft mit ihm ist das Beste und Herrlichste, was wir uns je vorstellen könnten. Die Geschichte des großen Kampfes zwischen Gut und Böse, von seinem Ursprung im Himmel bis zur Niederwerfung des Aufruhrs und der vollständigen Ausrottung der Sünde, ist ebenfalls eine Offenbarung der unwandelbaren Liebe Gottes. Bist du ein Teil von Gottes Masterplan, wo das neue Jerusalem im Zentrum auf dieser Erde mit den erlösten Menschen sein wird? Gehörst du ganz Gott? Ist es dein Wunsch, bei Gott zu sein? Nimm dir Zeit für Gott. Lies die Bibel. Schaue die herrliche Natur an und erforsche Gottes Masterplan und du wirst Frieden im Herzen haben. Wie die Gestirne unbeirrbar ihre ewige Bahnen ziehen, so erfüllen sich auch die Absichten Gottes. Der Masterplan Gottes wird sich erfüllen und bald seinen Höhepunkt erreichen. Bist du bereit? Gott wird alles neu machen. Und jedes Wesen wird sehen, Gott ist Liebe. Sein Wesen,
sein Gesetz sind Liebe. So war es immer und so wird es immer sein. Gott segne dich.